Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier wieder auf der französischen Map. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. Und der Steinsammler hat seine Schuldigkeit getan. Jetzt möchte ich natürlich die Steine nicht wegschmeißen, bevor ich den Steinsammler zurückgebe. Ich glaube, dass ich... Oder habe ich nicht? Was ist hier? Das ist der Steinbrecher, genau. Ich fahre mal hin zum Viehmarkt. Die paar Steinchen wegbringen, bevor ich den zurückgehe. Und jetzt hatte ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, diese Fläche hier, was machst du damit? Und ich habe mir überlegt, wir haben ja Raps. Auf dieser Map hier gibt es keine Ölmühle. Jetzt dachte ich mir, ja komm, Ölmühle, baust du dir eine Ölmühle? Das war knapp hier. Oh, oh. Baust du dir selber eine Ölmühle, aber wie das so ist, ne? Mit der Ölmühle bauen, da musst du dir einen Standort suchen. Und, habe ich gedacht, na, lass mal. So ergiebig ist das mit der Ölmühle nicht. Lassen wir den Raps mal Raps sein. Wir kriegen davon Honig auch noch nebenbei und wir machen da einfach weiter die Direktverkaufsgeschichte mit. Wir steigen um auf Gras. Ja, nee, das ist richtig. Ich habe mich schon gewundert, wo er langfahren will. Alles gut. Ich mache da Gras raus, weil, also, ne, ich nehme das Feld, werde da Gras ansehen. Und Gras kann man öfters mähen, als man Felder ernten kann. Und wenn man das Gras nimmt und daraus Silageballen macht, vielleicht rentiert sich das ja, nicht? Es ist ja auch jetzt dieses Skript rausgekommen für... Halt mal an. Es ist ja jetzt auch dieses Skript rausgekommen, dass man mehr als nur 3 Missionen machen kann. Und das habe ich jetzt natürlich drin. Na, guck mal, wir sind hier fertig. Zack. So, 17.000 aufs Konto. Sehr schön. Fahr mal zum Hof. Mal gucken, wo er lang fährt. Auf jeden Fall findet er eine Straße und er findet einen Weg zum Hof. Wir müssen das Schmuckstück natürlich sauber machen, bevor wir es wegparken. Aber dieser Tiefenlockerer, jo, der hat sich rentiert. Ich glaube, andersrum ist besser. Greift da mal ein. So, ja, Gras, Ballen. Und darum geht es nicht, ne? Weil da unten an der Brücke ist Chaos. Das ist natürlich ärgerlich. Hier. Dann will ich das mal hier alles eben reparieren. Radikal weglöschen. Alles. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, Zielpunkte weg. Genau. Weg die Fehlerpunkte. So, dann ziehe ich mir die ein bisschen zurecht hier, wie ich die haben möchte, mit der rechten Maustaste. Na, gehen wir mal so rum. So, und jetzt wird's easy. Von hier nach da verbinden, von da nach hier verbinden, von hier nach da. Ein bisschen am Mausrad drehen. Von hier nach da ein bisschen am Mausrad drehen. Jetzt natürlich auch in andere Richtung. Ein bisschen am Mausrad drehen. So. Von hier. In die Laterne drumherum. Fertig. So, der Ärger ist schon mal behoben. Und jetzt macht's wieder pling pling, weil da ist noch eine Kreuzung. Habe ich mir gedacht. Also die Kreuzung hier ist schon mal repariert.
Das ginge rucki-zucki. Ja, bei unseren Feldern ist jetzt eigentlich nur noch zu machen Unkrautbekämpfung. Wir haben da im Livestream ein bisschen überlegt mit Ziegeln und Spatenmaschinen und sind aber dann dabei geblieben, auch wenn es immer wieder Geld kostet, dass das Spritzen, das ist zwar nicht bio, auf keinen Fall ist das Spritzen bio, aber dass das immer noch am effektivsten ist. So. Können so bleiben. Den hole ich mir wieder ran. Okay. Dann habe ich das hier rum. Und das habe ich hier rum. So. Das hier. Und das hier. Jetzt habe ich es. So, ja, so kommt man zufällig dann an die Stellen, die nicht funktionieren. Ich die eben repariert. Und er fährt. Prima. So, der ist beim Viehmarkt. Ich habe den Steinsammler noch nicht angebunden. Warum habe ich den Steinsammler noch nicht angebunden? Weil ich den so gut wie nie brauche, wahrscheinlich. Ja, das wird sich auch mal ändern. Mit dem Steinsammler brauchen, nicht brauchen. Das ist alles hier nicht so schick, würde ich sagen. Den sollte man irgendwann mal anbinden. Den haben wir hier nicht nett platziert, muss ich sagen. €314 für so viel Arbeit. Nee. Nee, nee. So. Steinsammler war gemietet. Und ja, du fährst zum Händler. Mit dir habe ich Pläne. Und du bist auch öffentlich. Okay. Gut. Da brauchen wir jetzt mal eben den Striegel sauber machen. Das sollte ja nicht lange dauern. Das kleine Teil. Wo stelle ich den hin? Du kannst dich weiter vom Hochdruckreiniger wegdrehen. Er wird in 3,5 Metern ausgeschaltet. Ja. Tatsächlich. Kann man mal sehen. Ich packe den da auf die Wiese. Ich werde mit dem hier anfangen. Na, danke für die Info. Mit dem Spritzen. Spritze steht falsch im Prinzip. Steht jetzt der Tiefenlockerer falsch rum. Das war ja mal mit dem Tiefenlockerer. Das war jetzt auf jeden Fall ein Zugewinn. 9 Meter Arbeitsbreite zum Flügeln. So, 40% ist drin. Wir müssen da natürlich auffüllen. Händler. So. Wir haben ja einen Anhänger gekauft. Ne, der war da nicht. Ja. Der kommt jetzt mal weg. Er hat gute Dienste geleistet. Ich habe mich überzeugen lassen im Livestream. Von dem SEK 802 Paletten Autolord Anhänger den zu nehmen und zu testen. Eigentlich von überzeugen lassen. Der ist ja
auf Korn hab verfügbar. Kapazität Ballenwagen. So musste das dann sein. Fragestellfarbe. Ja gut, der kostet nur 9000. Und den will ich jetzt mal testen. Ich bin bisher der Meinung gewesen, also zumindest das, was ich am Anfang gesehen habe, dass Autolord noch nicht so prickelnd funktioniert, wie wir es aus dem 19er kennen. Ist auch wohl immer noch nicht so wie im OS 19. Wird aber bestimmt noch kommen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal zur Bäckerei. Möchte das ausprobieren. Die Probleme sind halt zum einen mal mit dem hier zumindest. Ne? Laut der Beschreibung von Gornab funktioniert das Abladen nicht. Abladen ist aber eh zweitrangig. Es gibt jetzt ja andere Autolord-Systeme, wo man dann, so wie ich gesehen habe, durchaus auch schon abladen kann, nicht? Okay, wir machen mal das F1-Menü auf. Mit Z hier unten können wir Ladegut ändern. Also wir können Europaletten, Flüssigkeitstanks, Big Bag Paletten und wieder Europaletten. Na, das reicht mir ja schon. Na, das reicht mir ja schon. Nichts zu laden wird hier bei R angezeigt. Wenn ich jetzt... Oh, aufpassen. Und Ring fest. Wenn ich jetzt hier hinfahre, da werden schon zwei Paletten erkannt. Ich drücke einmal R und nochmal R. Also man muss jetzt jede Palette einzeln mit R draufhauen. Und dann sitzen die locker drauf. Ne? Die sind also nicht, wie wir es gewohnt sind, irgendwie im Autolord-Modus gefangen. Sondern die werden wirklich einfach nur draufgeschmissen auf dem Anhänger. Und dann zählt aber auch das Gewicht. Ne? Wir müssen dann die Gurte drauf machen. Ich persönlich finde es nicht schlecht, so, dass die sofort dann da drauf sind mit dem Gewicht und allem, muss ich sagen, finde ich persönlich okay. Mit den Abladen, ja, muss man das? Also ich weiß es nicht. Weil wir, also bei Ballen mit dem Abladen, ja, definitiv. Ballen muss man also auch wieder abladen können. Aber so bei den Paletten. Le Jardin des Fermiers. Ich glaube, das war hier so eine Art Pharma-Shop. Habe ich den? Ja. Jemand hat mir das erklärt, was das bedeutet. Irgendwie so für Pflanzen und was weiß ich nicht alles, ne? Aus der oder so ein kleiner Gemüseladen oder ein Shop, der nur von den lokalen umliegenden Landwirten halt seine Sachen bezieht. Naja, wir fahren da jetzt hin. So, wir sind da. Hier vorne wissen wir, mittlerweile ist nur ein Stück gut. Rot wird hier nicht angenommen. Na. Wir fahren hier um die Ecke. Na, das muss man von Hand machen. So, jetzt, dass man die Paletten nicht abladen kann, finde ich nicht schlimm, weil guckt euch die schönen Trigger hier an. Die sind hoch genug gebaut. Der Anhänger wird automatisch abgeladen. Zack, 20.000 wegen 5 Paletten Brot. Da kann ich doch prima mit leben. Also da kann ich doch prima mit leben. So, jetzt fahren wir damit wieder zum Hof. Wir haben da noch Honig stehen. So. Ich habe auch gesehen, dass es schon Mods gibt. Also ich habe mal ein bisschen bei Mod-Hoster geschnüffelt. Ich habe auch schon gesehen, dass es einen Mod gibt, der die Produktion beschleunigt. Also, ne, dass schneller produziert wird. Auch eine interessante Geschichte. Aber... mach vor.
Aber das ist wieder so. Da ziere ich mich ja so ein bisschen, ne? Sowas dann zu benutzen. Da ist er. Naja. Gut. Wir wollen unsere Felder abspritzen mit Pflanzenschutzmitteln. Dann wollen wir das andere Feld mit Gras. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rechnung aufgeht. Aber von der Überlegung her, ich will es einfach probieren. Ich will es einfach mal probieren mit Gras, Silageballen. Hast du nicht gesehen? Ob sich das rentiert. So, hoch, ab geht's. Ja, aber für heute, nein, das habe ich jetzt schon gesehen. Hab den auf der falschen Stelle angesetzt. Jetzt verstehe ich es. Gut. Aber, ihr Lieben, für heute soll es das wieder gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also mit dem Anhänger bin ich recht zufrieden dafür, dass er nur zum Palettentransport da sein soll. Ist schon in Ordnung. Guter Tipp gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.